Hi, meine Freunde, Andi hier und heute widmen wir uns der Band Future Palace. Ich habe die Band auf dem Fallen Fortress in Bad Dürkheim live gesehen zum ersten Mal. Die Band hat wirklich in den letzten paar Jahren an Aufmerksamkeit online erregt und an Traction zugenommen. Und ich habe, wie gesagt, auf dem Konzert, auf dem Festival besser gesagt, in Bad Dürkheim auf dem Fallen Fortress die ein oder anderen Songs live gehört und fand die richtig, richtig gut und wollte heute mal die Gelegenheit nutzen, mit euch Video auszuchecken, nämlich Paradise. Und der Song hat mir live ziemlich gut gefallen. Ich bin gespannt, wie er in der Studio-Version klingt. Muss wirklich sagen, dass ich die Band ziemlich cool finde. Also das, was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich war auch super überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich würde sagen, wir hauen uns das Ganze mal rein und ja, viel Spaß. Ziemlich coole Whistles, muss ich sagen, direkt von Anfang an, bevor es losgeht in die erste Verse. Ich finde es richtig nice, so vom Sound her. Also ich weiß nicht, vom Engineering, vom Mixing her ist es richtig gut abgestimmt. Ich finde es total crisp, irgendwie mega klar. Hört sich super hochwertig an, die Produktion, und macht schon Spaß. Ich persönlich bin eh ein Fan mit, in Anführungsstrichen, wenn eine sehr hohe Melodiedichte da ist, also wenn es jetzt nicht nur ein Gekloppe ist, sondern auch wirklich eine erkennbare Melodie, wenn die auch transferiert wird in andere Instrumente, wie jetzt hier zum Beispiel, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ey, sorry, aber mega krass, ey, ohne Witz. Erstens mal, die Clean Vocals sind krass, ne? Aber das Geschaute ist auch übelst nice. Es passt perfekt. Ich finde, es wirklich passt perfekt. Wow, krass, ey. Mega powerful. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so krass, ey. Ich habe das Gefühl, ich kenne den Song schon irgendwie ewig. Der ist super eingängig. Ich finde die Melodie krass. Irgendwie, als ob man den Song schon tausendmal gehört hätte. Das ist ein voll instant Ohrwurm, wie ich finde. Brutals krass. Die Lyrics sind auch mega heftig, wie ich finde. Also sehr, sehr unter die Haut gehend. Und der Kontrast zwischen den Cleans und dem Geschaute ist halt, wie ich finde, perfekt. Passt auch perfekt zum Song. So Achterbahn der Gefühle, die Emotionen lassen dich zwar so sanft, sag ich mal, in die Hook reinkleiten, so, aber an der passenden Stelle gibt es halt auch voll auf die Mütze und bringt nochmal so diese Energie nach oben. Ich find's geil. Ich total in love with it. Ohne Witz, so krass. Okay, was kommt jetzt? Question, Breakdown oder was anderes? Ich tippe auf den Breakdown. Wir bauen. Obwohl... könnte auch wieder zurückgehen einfach.
Yes. Danke. Mega krass, mega krass, mega krass. Future Palace, Paradise. Also ich muss ganz ehrlich sagen, richtig cool. Ich habe am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass es so crisp und so krass perfekt gemixt klingt, ehrlich gesagt. Ich habe den Song einmal live gehört und da war der schon, finde ich persönlich, ein Banger. Also das war der letzte Song auf dem Fallen Fortress 2023 und das fand ich persönlich, war richtig eine coole Atmosphäre. Also wirklich Gratulation an die Band, dass der Song irgendwie in der Studioversion noch krasser, atmosphärischer gebaut wird, finde ich persönlich. Auch geil, dass ein Breakdown kam, bin ich natürlich immer sehr, sehr ein Fan von. Und zum Schluss nochmal eine kleine Variation. Mega. Also ich finde den Song brutal gut. Ohne Witz, ich glaube, ich muss einfach mehr auschecken von der Band. Ich kann auch nichts anderes sagen. Ich bin jetzt auch wirklich gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich denke so, super geil umgesetzt und auch in jede Richtung, ne? Also so live wie auch in der Studioversion, finde ich, es hat beides so seinen Charme, aber es ergänzt sich mega gut und oh Mann, voll cool. Also ich hoffe, ich kann noch mehr von der Band auschecken. Lasst mir doch mal in den Comments eure Meinung zu dem Song da. Und vielleicht habt ihr auch einen Tipp, ja. Ich bin, wie gesagt, noch mit Future Palace komplett neu. Vielleicht habt ihr auch einen Lieblingssong von Future Palace, den ich mal auschecken sollte. Und es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich hoffe, euch habt den Song genauso gut gefallen wie mir. Ich bin gerade so ein bisschen hyped, muss ich sagen. Deswegen meine Kontenance waren. Auf jeden Fall, Future Palace Paradise, wirklich ein Banger, kommt auf meine Playlist, auf meine persönliche. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Anne.